Hallo, Freunde zu Hause an den Geräten. Wir zeigen euch wieder ein paar neue Knoten hier. Jetzt ist der Palsteg dran. Das ist ein sehr bekannter Knoten und vor allen Dingen ein sehr wichtiger Knoten. Der Palsteg wird vor allem benutzt, um eine feste Schlaufe zu erhalten, die man über einen Poller legen kann. Oder aber auch, man kann eine größere Schlaufe machen, um damit Leute aus dem Wasser zu bergen. Denn mit dem Palsteg ist man sicher, dass sich die Schlaufe nicht von alleine wieder zuziehen kann. Zu dem Palsteg kann man sich eine ganz einfache Eselsbrücke bauen. Es gibt einen kleinen Spruch zu. Wir haben hier das Ende unseres Taues und hier machen wir einen kleinen Teich. Mach's noch einmal vor. Er macht eine Schlaufe und habt hier das Ende eures Taues. Das ankommende Tau geht unter dem auslaufenden Tau entlang. Und das hier, das ist unsere Schlange. Die kommt aus dem Teich heraus, kriecht links hinter dem Baum und geht auf der anderen Seite wieder zurück in das Wasser. So, das ist der Palsteg. Hier haben wir unsere feste Schlaufe, wo man ein Boot dran festmachen kann oder auch so das Tau an anderen Gegenständen befestigen kann. Wichtig ist hierbei, dass das auslaufende Tau auf der äußeren Seite rauskommt. Wenn es nämlich auf der innenliegenden Seite rauskommt, ich mache das einmal vor, kann es Gefahr laufen, wenn ihr hier den Poller habt oder einen Mast oder was auch immer, dass es durch Bewegung, durch Seegang das Tau wieder rausschieben kann. Und somit löst sich der Knoten auf. Also, wichtig, die Schlange kriecht immer links hinter dem Baum entlang und geht dann zurück in den Teich. Das ist der Palsteg.